Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ja, heute möchte ich gerne mit euch in den Alverde-Adventskalender gucken. Leute, wie wunderschön kann Naturkosmetik eigentlich ein Adventskalender designen? Alverde? Ja, richtig cool. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, 19,95 € habe ich dafür bezahlt. Alverde ist die Naturkosmetik-Eigenmarke von DM. Und bevor wir hier gleich das erste Kläppchen aufreißen, Leute, falls du mich noch nicht abonniert haben solltest, wäre ich richtig glücklich, wenn auch du Teil der Crew werden würdest. Also abonniere mich super gerne, ich würde mich mega drüber freuen. Zeitgleich mit meinem Video geht das von der wundervollen Nicole vom Kanal von Chiquitas Place online. Ja, ja, temperaturtechnisch ist es hier eine ganz andere Situation unter dem Mützending. Da kann ich nicht mehr klar denken. Genau. Und da schaut gerne mal für eine zweite Meinung rein. Habe ich euch in die Infobox verlinkt, genauso wie auch den Adventskalender. Gibt es bislang nur online. Im Laden habe ich nachgefragt. Die haben die noch nicht bei sich vorrätig, leider. Wird wahrscheinlich so ab nächster Woche, so im September kommen. Und ja, ne? Sieht hübsch aus. Wir werden hier vor allem Pflege drin bekommen. Ich glaube nicht, dass Alverde dekorative Kosmetik hier mit reingepackt hat. Und ich hoffe, dass der tatsächlich sich nicht irgendwie einreiht in die anderen Pflege-Adventskalender aus dem Drogeriesegment, die ich bislang ausgepackt habe von den Eigenmarken. Wobei Balea gar nicht mal so verkehrt wäre. Da war ich vom Design sehr, sehr glücklich. Mal gucken, ob die das hier bei Alverde auch so gemacht haben. Mensch, ich laber, ne? Was ein Intro. Reingucken, Claudi. Ha! Am 1. Dezember haben wir direkt eine 50-Milliliter-Geschichte. Das finde ich super. Das ist die Pflegedusche mit dem Duft nach Vanille und Kokos. Ja, finde ich richtig toll, dass die hier auch ein schönes Design auf den eigenen Produkten drauf haben. Kokos kann ich geil finden. Finde ich nicht immer, ne? Also das ist halt immer so eine Sache. Aber nach der Schwangerschaft hat sich meine Geruchsgeschichte ein bisschen verändert. Und Vanille mag ich richtig gerne. Es riecht angenehm süß. Doch, das kann man definitiv mal so machen, ne? Finde ich schön. Das ist auch ein Klassiker, ne? Einfach mal so eine schnell einziehende Handcreme. Hier haben wir nur 20 ml drin, ist aber eine gute Handtaschengröße. Mit Duft nach Nelke und Rose. Blumig mag ich. Das ist auch ein bisschen mal was anderes als die klassischen weihnachtlichen, süßlichen Düfte, die wir dann in Adventskalendern so drin haben. Das finde ich gut. Das finde ich auch praktisch. Schnell einziehen kann ich auch gut gebrauchen, weil ich wusel immer so viel. Und dementsprechend ist es dann ganz schön, wenn ich nicht unbedingt so, ja, Cremehände habe. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3. Da haben wir eine Tagescreme drin und zwar mit Bio-Aloe Vera und Hyaluron. 20 ml sind hier drin. Ich finde es cool, dass wir hier halt auch die Gesichtspflege drin finden dürfen, dass man da einfach mal so das Sortiment von Alverde sich angucken kann. Und wie schön. Du hast hier so ein richtiges Winter Wonderland. Hier haben wir die Nummer 4. Das Inlay von diesem Adventskalender ist übrigens aus Pappe, sodass die Produkte sich auch schön rausnehmen lassen und das Ganze halt auch nachhaltig einfach über den Pappmüll entsorgt werden kann. Hier haben wir ein Shampoo drin mit dem Duft von Mandel und Orange, 30 ml. Mensch, abgefahrene Größe. Genau, und ein Shampoo kann man immer gut gebrauchen, schön zur Haarreinigung. Ne? Reinigt schon das Haar und die Kopfhaut, nett. Also Handschuhe vor allem, oh Gott. Claudi, Shampoo empfehle ich euch definitiv nur am Haaransatz aufzutragen, ne, und direkt am Kopf auch aufzuschäumen und Spülung und Kur immer in Längen und Spitzen und eine Spülung auch immer zu Ende. Also quasi erst das Shampoo, dann eine Haarkur und dann die Spülung. Passend zu der Pflegedusche, die wir eben hatten, haben wir jetzt hier am 5. Dezember, einen Tag vor Nikolaus, die Bodylotion mit dem Duft nach Vanille und Kokos. Und hier sind 50 ml drin. Ich muss gestehen, auch bei der Pflegedusche habe ich zuerst gelesen, dass es mit dem Duft nach Vanille und Keks ist. Das hätte ich ja persönlich gar nicht mal so schlecht gefunden. Aber, ne, kann man auf jeden Fall sich dann zur Weihnachtszeit mal angucken. Doch, das wird wahrscheinlich eher dezenter riechen. Nee, gar nicht mal so dezent. Oh, das finde ich cool. Zum 6. Dezember, zu Nikolaus, bekommen wir auch was Besonderes. Das erwarte ich auch immer. Hier haben wir ein Bodyspray mit dem Duft nach Lavendel drin. 50 ml haben wir hier in dieser Spray-Geschichte enthalten. Das ist einfach mal ein bisschen was Besonderes, ne? So als kleiner Hack von meiner Seite aus. Lavendel hilft euch super gegen Mücken, Motten und Spinnen. Also wenn ihr da irgendwie Probleme haben solltet, gebt euch das zum Beispiel auf die Bettdecke, aufs Kissen würde ich es nicht unbedingt geben, sondern ne, auf die Bettdecke und an den Körper auch so ein bisschen. Dann werdet ihr zum einen nicht so viel gepiekst und zum anderen seid ihr dann schön verschont von Mücken. Am 7. Dezember haben wir auch richtig cool eine Gesichtsmaske mit Algenextrakt und Bio-Shea-Butter drin. Das hier ist ein Zweier-Sachet, also zwei Anwendungen hast du hier mit dabei. Ich verwende solche Gesichtsmasken immer ganz gerne morgens, halt während des Zähneputzens, dann kann das easy einwirken, ne? 10 Minuten, ja, ne, also erst quasi Pinsel waschen, dann Zähne putzen und dann bist du mit 10 Minuten auf jeden Fall durch.
Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Nicht nur, weil sich das wundervoll reimt, sondern auch, weil Sammy da Geburtstag hat. Hier habe ich drin von Alverde eine Spülung mit dem Duft von Mandel und Orange mit 30 ml. Das ist passend zum Shampoo, auf jeden Fall sinnvoll und ja, kann man gut gebrauchen. Wie gesagt, diese ganzen zitrischen Düfte sind nicht ganz so mein Vibe, aber ich finde es cool, dass wir hier auch eine schöne Haarpflege drin haben. Und ja, Orange ist ja eigentlich auch ein sehr, sehr winterlicher, weihnachtlicher Duft, ne? Oh, in der Nummer 9 dürfen wir uns über ein Micellenreinigungswasser freuen. Das sind 20 ml hier drin. Es steht oft nicht mit dabei, aber für mich persönlich ist ein Micellenreinigungswasser immer so der erste Schritt von einem Double Cleansing, weil das meistens auch so ein ganz kleines bisschen einen Ölanteil mit drin hat. Das wasche ich mir ganz gerne danach nochmal vom Gesicht, ne? Und danach verwende ich dann halt nochmal einen wasserbasierten Reiniger, der das Ganze aufschäumt und so weiter und halt wirklich den letzten Rest vom Schützenfest runternimmt. Aber schön, einfach mal so zur Gesichtsreinigung. Übrigens, das Gesicht sollte man nicht nur reinigen, wenn man halt quasi sich abschminkt, sondern auch generell, weil wenn du jetzt zum Beispiel über Tag Lichtschutzfaktor trägst, muss das schon abends runtergewaschen werden. Das ist besser für die Haut. In der Nummer 10 darf es mit einer Pflegedusche weitergehen. Hier haben wir auch wieder den Duft von Nelke und Rose. 50 ml haben wir hier drin. Das kommt mir gerade so bekannt vor. Wo hatten wir den denn eben schon mal? Ah, bei der Handcreme. Ach, guck mal. Ja, schön. Und hier haben wir so einen kleinen süßen Dachs drauf. Mag ich. Die erste Schnapszahl, die Nummer 11, enthält ein Schaumbad mit dem Duft nach Vanille und Kokos. Also das scheinen hier auch so die Düfte zu sein. Ne? 16 ml haben wir hier drin enthalten. Ja, ne, damit kannst du dir ein kleines Schaumbettchen machen. Und kommt drauf an, wie sehr das schaumt. Das weiß ich jetzt nicht. Ne? Oh, das ist süß. In der Nummer 12. Herzlich willkommen, wir haben die Halbzeit erreicht, haben wir eine Bodybutter mit dem Duft nach Granatapfel drin. Hey, das ist was Neues. Da sind 20 ml drin, da komme ich persönlich nicht ganz so lange mit hin. Aber ja, zum Verwenden, zum Ausprobieren, zum Verreisen ist es schön. Und das Design finde ich einfach super niedlich. ja, genau, also doch. Ach so, nee, erste Halbzeit ist rum, Leute. Fazitieren wir das Ganze. Ich finde es schön, dass wir hier einen guten Mix haben aus Haarpflege, Gesichtspflege, Körperpflege. Ich finde auch, dass wir generell von den Produkten her einen schönen Mix haben. Ich finde es toll, dass wir bei der Nummer 6 was Besonderes drin haben. Aber, Spoiler, ich kann mir vorstellen, dass wir nicht so ganz den Wert von dem Preis erreichen werden. Einfach, weil wir hier kleinere Größen drin haben. Und ich rechne das ja auch immer so ein bisschen anhand der Produkte, die ich online finde. Und manchmal haben die halt keine Mini-Größen davon oder so. Dann ist es manchmal ein bisschen schwierig, ne? Frage ist immer, ob es euch das wert ist. Also, was ich so auf dem Tisch sehe, finde ich schon, dass es mir das wert ist. Für 10 Euro ist es ja theoretisch, ne? Einfach so kleine Reisegrößen, die man zum Testen verwenden kann, aber auch zum Verreisen gut mitnehmen kann. Oh, das ist auch mal was Besonderes. Am 13. Dezember haben wir einen Nagelbalsam mit dem Duft nach Rosmarin und Zitrone drin. 15 ml. Das hört sich interessant an und ich glaube, sowas kann ich gebrauchen. Ich kenne ja eigentlich nur Nagelöle, muss ich gestehen. Aber Nagelbalsam ist vielleicht sowas Ähnliches oder wie so ein Handserum quasi, so ein Zwischending. Ach, das finde ich cool. Am 14. Dezember haben wir eine Haarmaske mit dem Duft noch von Mandel und Orange drin. 20 ml. Finde ich gut, dass sie das in der Tube gemacht haben, weil du das dann dadurch einfach auch ein bisschen einfacher wiederverwenden kannst, als wenn du es in einem Sachet drin hast. Wobei, hier habe ich auch schon bei anderen Adventskalendern gesagt, du kannst das Sachet halt nehmen, das Restprodukt runterdrücken und dann machst du es so, ne, machst eine Haarnadel oder eine Büroklammer drauf und dann hält sich das auch noch eine Weile länger, als wenn du es halt offen rumstehen lässt. Aber das finde ich richtig toll. Und mit dem süßen Füchschen drauf komme ich auf jeden Fall klar. Bio-Kokosöl für wintergestresstes Haar, für Glanz und Geschmeidigkeit. Oh ja, am 15. Dezember haben wir einen Make-up-Entferner drin, der wird sicherlich sehr ölbasiert sein. 20 ml sind hier drin enthalten und so schaut das Design aus. Das ist so ein bisschen weihnachtsmarktmäßig angehaucht, würde ich mal so sagen, ne? Süß und ja, kann ich auf jeden Fall gut gebrauchen, weil ich schminke mich oft und viel. Auch das super praktisch. Am 16. Dezember haben wir einen Lippenbalsam mit Orangenaroma drin. 8 ml haben wir in dieser Tube drin enthalten. Und ja, das ist halt mit so einem Applikator, wo du es direkt an die Lippe ansetzt und dann so aufträgst. Und ich verteile mir das gerne mit dem Finger. Deswegen packe ich mir sowas zum Beispiel in meinen Badezimmerschrank rein oder ja, halt an mein Bett, ne, wo ich halt weiß, dass ich halt ein Waschbecken in der Nähe habe. Das habe ich, wenn ich unterwegs bin, jetzt nicht immer. Und ja, deswegen. Aber so ein Lippenbalsam finde ich in diesem Adventskalender sehr gut aufgehoben. Schön, am 17. Dezember, eine Woche vor Heiligabend, wird auch nochmal an die Füße gedacht. Da haben wir einen Fußbalsam mit dem Duft nach Zitronengras drin. 20 ml haben wir hier drin enthalten. Das gibt eine gewisse Frische. Zitronenduft ist definitiv, oder Zitronengras ist auch ein Duft, den ich mit so eigentlich mit jeder Jahreszeit in Verbindung bringe. Ne? Und alles Zitrische macht ja auch immer so gute Laune. Ich bin nicht so der Ultra-Zitrus-Fan, aber wenn das weit genug von meiner Nase entfernt ist, komme ich damit klar.
Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Ich habe jetzt hier drin am 18. Dezember den Overnight Handbalsam. Also ganz schön viel für die Hände hier drin, oder? Mit dem Duft nach Vanille und Kokos, 20 ml habe ich hier drin enthalten. Und das wird jetzt ein Produkt sein, was jetzt nicht ultimativ schnell einzieht, sondern einfach etwas, was sehr, sehr reichhaltig ist und pflegt. Wenn man halt wirklich auch, keine Ahnung, vielleicht vorher Holzhacken war oder so oder einfach viel mit seinen Händen gemacht hat, kommt das ganz gut. Und in der Weihnachtswoche holt man sich ja auch vielleicht einen Tannenbaum und schmückt den und macht hier die das Ananas, ne? Yo, das war wild. Hallo. Unglaublich. Genau, ja. Habe ich bei mir auch gerne sowas am Bett stehen, aber ich brauche jetzt wirklich keine drei Nagelhand, also keine drei Handcremes quasi in diesem Adventskalender. Ja, hier haben wir jetzt noch die Pflegedusche mit dem Duft nach Rosmarin und Zitrone mit 50 ml drin. Also das ist ein sehr, sehr schöner Unisex-Duft, muss ich wirklich sagen. Ich mag gerne Rosmarin. Wir haben mal irgendwann von Aldi so ein Mini-Pöttchen gekauft, haben den eingepflanzt und mittlerweile muss ich den immer so krass zurückschneiden, weil der riesig ist, dieser Busch. Ich liebe Rosmarin. Riecht sehr, sehr, ja, kräuterig, ne? Herzlich willkommen im 20er-Bereich. Hier habe ich die Nachtcreme mit Bio-Jojoba-Öl. 20 ml sind in dieser Tube enthalten. Und auch hier wieder ein wunderschönes weihnachtliches Design auf der Umverpackung. Ne? Und das ist auch ein Produkt, was wahrscheinlich alle verschiedenen Häutchen, egal welches Alter, egal welches Hautbedürfnis, ganz gut verwenden können. Am 21. Dezember dürfen wir nochmal in die Wanne hüpfen. Und zwar mit einem Schaumbad, der einen Duft nach Granatapfel enthält. Sehr klein, ne? 16 ml. Das ist wirklich, also muss ich ganz ehrlich sagen, das sind sehr kleine Größen. Da werden wir jetzt keinen exorbitant krassen Wert auch bei haben. Aber so als Idee und als es ist mit dabei, finde ich es eigentlich ganz süß. Und vielleicht auch so als kleiner Reminder, sich einfach mal so ein bisschen Entspannung zu gönnen in der stressigen Weihnachtszeit. Naja, hier habe ich jetzt die 22, die zweite und letzte Schnapszahl. Primer, parfümfrei. Oh, ich hoffe auch alkoholfrei. Mal gucken, weil das war oft das Problem. 20 ml haben wir hier drin enthalten und dass wir hier auch ein bisschen dekorative Kosmetik finden, finde ich ganz cool. Weil so kann man halt auch mal so ein bisschen diesen Wink als Marke geben. Hey, übrigens, wir haben nicht nur Pflege, wir haben auch ein schönes Sortiment an dekorativer Kosmetik, die übrigens echt auch teilweise gut ist, ne? Einen Tag vor Heiligabend bekommen wir noch etwas, womit wir uns ein bisschen soft machen können, ein bisschen eincremen können. Eine Softcreme mit dem Duft nach Nelke und Rose. Und das ist so eine, ich glaube, Allrounder-Creme, ne? Die machst du sowohl, also auf hier, auf die Haut steht hier einfach. Also 20 ml sind hier drin. Ich glaube, das ist so ähnlich wie diese Nivea Soft. Also kannst du für alles verwenden, wo du es halt gerade so brauchst. Ich persönlich würde es wahrscheinlich vor allem am Körper anwenden. Und hier wird Nicole drauf steil gehen. Da ist eine kleine Katze am Start. Habe ich den Hund übersehen? Gab es keinen Hund? Warum haben die Adventskalender nie Hunde mit drin? Ha! Ich bekomme in der 24 meinen Hund. Yay! Und zwar habe ich den festen Duschstern hier drin. Frohe Weihnachten, ihr Lieben. Mit dem Duft nach Orange. 20 Gramm sind hier drin enthalten. Ja, das ist dann halt nicht so unbedingt meine Duftgeschichte. Aber vielleicht ist das etwas, was ich dann halt nicht zum Duschen verwende, sondern halt zum Handreinigen. Kann man sich, glaube ich, auch ganz gut hinlegen, ne? Ja, es riecht halt volle Elle nach Orange. Und es ist so ein kleiner Stern. Also es ist schon was Besonderes in der 24, muss ich wirklich sagen. Und ich bekomme meinen Hund. Das finde ich wirklich klasse. Ja, also wie gesagt, wir werden hier jetzt keinen mega krassen Wert drin finden. Nee, gehe ich ganz stark von aus. Aber die Produkte, die hier vor mir auf dem Tisch stehen, mit ihren Designs und ihrer Vielfältigkeit, sind es mir wert, dass ich hierfür 19,95 Euro ausgebe. Bin ich ehrlich. Wir haben einen schönen Einblick in das Sortiment. Wir haben Produkte mit dabei, die eigentlich jeder auch so gebrauchen kann und auch verwenden kann. So ein ganz kleines bisschen was in Richtung Make-up mit dem Make-up-Entferner und dem Primer haben wir auch mit dabei. Eigentlich ist man hier eigentlich rundum gut gepflegt, oder? Schreibt mir das gerne in die Kommentare, wie ihr das so seht. Aber ich persönlich würde schon sagen, dass dieser Adventskalender toll ist. Man zahlt wahrscheinlich einfach fürs Packaging ein bisschen drauf. Da muss man einfach für sich entscheiden, ob es das einem wert ist. Ne? Aber ich finde, ein Naturkosmetik-Adventskalender für 19,95 mit so süßen Designs und so einer Vielfältigkeit, den kriegst du nicht so leicht, oder? Wie seht ihr das? Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare, da können wir uns super gerne austauschen. Und ja, dann wäre es das ja schon wieder von mir gewesen. Wenn es dir hier gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.